Hallo und herzlich willkommen bei EP13, Wolles Bastelstube. Gut, wir waren beim letzten Mal so weit, dass wir hier dieses erklären wollen, dass der richtig abkoppelt und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, und zwar habe ich es, wie ich schon mal gemacht habe, zusätzlich einfach mal gesagt, und zwar an welcher Stelle. Und zwar hier vorne, wo ihr denn die Züge abholt, das war glaube ich hier gewesen, genau, dass er dann einfach umgewandelt wird zu einer Rangkühlwelle, also rangieren, ja, und die ganze Zeit, was er hier dran macht, ist er dann nicht mehr einfach nur die Route kühl, sondern rangieren kühl. So, wenn er nachher wieder hier abkoppelt, dann wird er wieder zur Route. Und damit ist dann die Sache erledigt. So, nehmen wir mal an, der ist jetzt hier runtergefahren und ist jetzt auf dem Weg, diese ganze Rangiertour zu machen. Das heißt also, wir müssen ihm jetzt hier kurz mal simulieren, Route Kö in Rang Kö. So, okay, damit können wir sie jetzt erstmal die Strecke abfahren lassen. Ja, halt anders lang, so lang. So, das Signal, das unsichtbare, was hier ist, das bleibt auf Halt und dann müsste es funktionieren. Natürlich ist jetzt noch die Schaltung mit der zweiten Überfahrt jetzt hier. Das ist natürlich bei den Probefahrten jetzt immer ein bisschen doof hier. Das wird er gleich wieder abkoppeln, denke ich mal. Ich hoffe nicht. So, mal gucken, ob er jetzt umschaltet. Ah, jetzt hat er hier. So, jetzt müsste er eigentlich gerade fahren. Wenn nicht, dann müssen wir das kurz mal. Naja. Okay, aber jetzt hinkommen. Er weigert sich. Na. Ach, jetzt hat er abgekoppelt hier. Jetzt kommt das alles durcheinander hier. Ach, ist das ein Mist jetzt. Natürlich muss er hier ankoppeln. So. Was ist denn der Spielraum hier zum Ausprobieren? Der ist doch sehr, sehr enger jetzt hier. So, nun hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Oder fährt er etwa wieder hoch jetzt? Ne, jetzt klappt es. So. So, nehmen wir an, er hat also oben die Wagen abgeholt und ist jetzt eigentlich rangieren. Cool. So. Er fährt bis hinten hin, dann hatten wir hier ja gemacht mit Zugschluss, klappt wunderbar, er fährt wieder zurück. Allerdings fährt er jetzt nicht diese 15 km/h hier. Stellen wir mal ein, dass das doch so ist, wie denn laufen sollte. So, jetzt wäre der erste Stopp dran. Klappt doch wunderbar. Er hält an. Ein paar Sekunden. Und fährt dann weiter zur nächsten Entladung. Ah, jetzt müsste man das vielleicht die Wagen noch ein bisschen abstimmen, denn weil es ja hier wirklich keinen Kohlenumschlag gibt oder weiß ich was alles. Weiß ich nicht, ob wir das nochmal verändern, die Wagenzusammenstellung. Vielleicht dann eben nur geschlossene Güterwagen hier fahren lassen. Denn hier stehen Pakete rum und so weiter, das ist keine Kohlenentladung. So, der nächste Stopp ist dann hier. An den Klingengüterbahnhof. Und dann sollte er den ganzen Weg zurück machen und soll die ganzen Hänger hier wieder abstellen. Ja, jetzt sind ja auch wieder schöne Vorschläge gekommen her und ein ging genau in meine Richtung. Ich meine, nachdem ich das letzte Mal jetzt aufgehört hatte, dann den Drehen halt gleich nochmal ausprobiert. Und es war dann Tatsache so, also mit dieser Routenänderung klappte dann wunderbar.
und natürlich auf Zugschluss die Sache gelegt. Dann nur den richtigen Abstand und dann passte das mit ihm mal. Hat sofort hingehauen. Also hätten wir noch die Zeit gehabt, hier 5 oder 10 Minuten länger zu machen, dann hätten wir es noch im Film hinbekommen. So, hier erfolgt jetzt also nächste Beladung. Jetzt müsste er eigentlich wieder losfahren und die Wagen abliefern und selber wieder in seine Hütte fahren, ja. Wenn alles gut geht. Ja, hier habe ich es vielleicht von der Zeit ein bisschen her übertrieben. Ja, klappt aber, macht er. Ja, jetzt muss man nur sehen, wie lange insgesamt nachher dieser ganze Ablauf dauert, bis die Lok hier wieder angekoppelt hat und was unterdessen hier passiert. Wir müssen ja aufpassen, dass es nachher zwischen den beiden hier nicht zur Kollision irgendwie kommt. Ne? Aber das kriegen wir dann auch noch gebacken. Das wäre dann praktisch der letzte Schritt hier, dass wir dann die hier wieder ankoppeln lassen. Ich habe allerdings ein bisschen Befürchtung, dass dieser Platz hier nicht ausreicht. Das wäre etwas doof, werdet. Die einzige Möglichkeit wäre dann, dass wir einfach diese Weiche weiter nach hinten ziehen und damit den Lokschuppen auch ein bisschen nach hinten schieben und dann haben wir hier genügend Platz. So, hier ist dasselbe wieder. Wir haben dann die Umkehr wieder am Zugschluss und dann hatte ich das ja gemacht, den Vorschlag übernommen. Jede zweite Fahrt sollte übernommen werden und er müsste die Weiche dann wieder gerade schalten. Ja, Zugschluss muss gleich erreicht sein. Okay, er drückt wieder zurück. Fährt gerade, klappt auch. Jetzt sollte er die Dinger hier abstellen und sollte in seine Hütte fahren. Und damit wäre die Rangier Geschichte erledigt. Wenn jetzt nicht der berühmte Vorführeffekt wieder kommt. Ja, er stellt die Wagen ab. Und sollte dann natürlich auch wieder vorschieben. Und er macht das, müsste jetzt reinfahren. Ja, und ihr seht, das Signal hier ist trotzdem noch auf Rot, spielt keine Rolle. So, und er fährt wieder rein und er fährt jetzt immer noch, oder hat schon wieder umgeschaltet als Route Kö. Fährt rein. Stößt dann wieder vor bis zum Rangiersignal und wartet, bis die neuen Wagen kommen. Perfekt. Das war's. In dem Moment, wenn er vorstößt, da wollen wir jetzt weiter ansetzen. Das heißt also, ich zeige euch kurz noch, wie ich es hier gemacht habe. Ich habe also hier den Kontaktpunkt gesetzt und da habe ich einfach nur gesagt, der soll wieder umwandeln zur Route. Ja. Löst natürlich nur aus, wenn er rank ist, denn wenn er jetzt wieder ausfahren soll und die nächsten Wagen abholen soll, von vorne vom Gleis, dann darf er auch nur Route sein. Also wird das dann nicht ausgelöst, wunderbar, das klappt dann. Und hier hat gesagt, Fahrtrichtungsumkehr, habt eine Verzögerung von 15 Sekunden noch drin. Und dadurch, dass er nach hinten stößt und sowieso hier anhalten muss, klappt das also wunderbar. Das ist kein Problem. Gut, mehr habe ich hier hinten dann nicht gemacht. Hier diese Weiche, der Kontaktpunkt, das ist klar. Da haben wir einfach nur auf Umschalter gemacht. Damit ist das auch erledigt mit dieser Weiche. So, und hier dann nachher nur, wenn der hier rauskommt, um die Wagen oben abzuholen, hier habe ich natürlich einen Freischalter gemacht für dieses Signal, denn der soll ja dann hier durchfahren. Das Signal haben wir ja nur, um hier die zurückgeschobenen Wagen abzustellen. Okay. So, das heißt jetzt also, das nächste Signal wird eingesetzt hier, wo der jetzt steht. Das heißt, wir brauchen hier einen Signalkontakt und zwar für den Zug.
Nee, halt für den her. Ja, das ist ja unser Güterzug her. Und das sollte dann heißen, dass hier der Güterzug freigeschaltet wird, und zwar, wenn die aus, können wir auch so rum machen, so rum, das ist eigentlich völlig Schnuppe, aus welcher Richtung wir das jetzt setzen. Ja, wir werden es aber so machen, wenn der wieder nach vorne schiebt hier. Denn in dem Moment, wenn er vor dem Signal ist, wird hier dieses Signal freigeschaltet. So, der muss also rausfahren. Der kann natürlich sofort, hier brauchen wir überhaupt nichts machen an der Drehbühne, weil die sowieso in der Grundstellung ist. Der kann also gleich hier rüberfahren, wird aber höchstwahrscheinlich hier gestoppt. So, und den müssen wir fahren lassen bis dahin. Und das wäre ja die Gruppe 3, ne? Wir werden den erstmal rausfahren lassen. Das heißt, wir schalten das Signal jetzt mal hier auf grün. Lok ist raufgekommen. Signal wird auf grün geschaltet. Ja, wir müssen ihm natürlich nur sagen, dass er dann hier die Tore auch aufmachen soll. Das werden wir hier auf den Schalter dann noch mit drauflegen. Ach so, jetzt fährt er hier nur rauf. Das heißt, das Signal muss von ihm auch noch freigeschaltet werden, dass der gleich durchfahren kann. Ja. Ach ne, macht er ja trotzdem. Stimmt ja, wir haben ja die Zeiteinstellung hier drin. Okay. Jetzt hält er natürlich hier ran, bleibt hier stehen und würde jetzt normalerweise warten auf den anderen Zug, der da hinten kommt. Und zwar von diesem Gleis aus. Na, wenn jetzt ein Personenzug kommt, und der wird der erste freigeschaltet, wenn der Personenzug hier einrangiert ist. Den müssen wir aber jetzt hier vorher schalten. So, und das ist ja unsere Route. Ach, der hat jetzt Rang 5. Das heißt also, Rang 5 muss die Weiche umschalten. Das heißt also, Rang 5 muss dieses Signal auf grün schalten. Muss diese Weiche, die 172, auf Abzweig schalten. Kriegt hier einen Fahrtrichtungswechsel und muss die Weiche dann hier lang schalten. Und kriegt hier wieder einen Fahrtrichtungswechsel. Machen wir erstmal das erste Stück her. Also, wir schieben den noch mal ein kurzes Stück zurück. Okay. Dass er auf jeden Fall gut, bis hierhin, weiter brauchen wir nicht zu schieben. So, das heißt also, hier werden wir jetzt an der Stelle, werden wir ihm erstmal sagen, dieses Signal kann er eigentlich gleich freischalten. Fahrt, und zwar Rang 5. Ja, alles was von Rang 5 ist, das sind nur diese Güterzüge, die können dieses Signal freischalten. So, jetzt hat der grün. Das werden wir vielleicht aber ins Lure reinpacken. Das wird vielleicht dann günstiger sein, dass wir da ein Lure machen, sonst haben wir jetzt hier noch mehrere Weichen, oder wir haben ja jetzt eigentlich erstmal nur eine. Das heißt, diese, die ist ja noch rum. Und da ist er auch rum. Das wäre auf Fahrt. Und die wäre auch auf Fahrt. Das heißt, wir müssen beide auf Fahrt stellen. Okay. Also sagen wir hier Weiche.
So, das wäre dann einmal dieser. Na? Ah, krieg's jetzt. Da ist er. Das ist die 172, richtig. Die Auffahrt. Von der Richtung. Und auch nur für Rang 5. So, das ist nicht die andere Lok, die hier zum Rangieren rüberfährt, macht er. So, das haben wir. Die muss natürlich gerade bleiben. Da müssen wir mal gucken, ob die denn auch, ja. Die muss gerade bleiben, auf jeden Fall. Dann werden wir die mal erstmal folgen. Wir schreiben das nachher alles um in Lua. Ja, weil das sind jetzt drei Kontakte sind das. Für das Signal, für die Weiche. Und wenn wir das in Lua umschreiben, das werden wir auch gleich mal machen, denke ich mal. Denn das bringt jetzt nicht. Das sind ja schon alleine drei Kontakte. Und dann kommt hier der Wechsel und dann kommt noch einmal da hinzu. Ja, viel zu viel. Also nochmal, den weg, den auch weg. Gut, und wir holen uns unser Lua. Dann werden wir mal gucken, wo das Urstedt, da wollen wir nicht dazwischen. Bergheim, Harzgerode, einfach gleich 2. Hier sind wir bei Harzgerode. Und das heißt also, was große Güterverkehr sind wir ja hier. Na bitte. So, und da schreiben wir uns gleich auch nochmal erstmal das hier weiter vorrücken, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Das wäre nämlich eine Funktion. Route 3 Einfahrt. Und die andere Funktion werden wir nennen. Funktion. Jetzt sagen wir Rang 5, dann wissen wir Bescheid, welche das ist. Rang 5 und natürlich nicht vergessen, die Klammern. So, dann brauchen wir als erstes, schalten wir das Signal. Das heißt also, ohne es groß zu tippen, nehmen wir uns die Sache Steuerung C. V und das wäre das Signal 91 und auf Fahrt, das wäre die 1. Als nächstes brauchen wir eine Weiche, EP-Switch. Und dann brauchen wir noch eine. So, einmal ist es die Weiche 74, die muss natürlich auf Fahrt bleiben. 74 auf Fahrt. Und die 172 auch auf Fahrt. 172 auch auf Fahrt. Und damit ist dann diese Strecke gesichert. Er fährt hier auf. Fährt hier rüber. Genau. Und hier erfolgt dann wieder ein Fahrtrichtungswechsel. Vom Rang 5. Gut, wenn wir erstmal das Script fertig machen. Wir nehmen mal gleich hier das Script neu laden. Oh, hier haben wir unseren Fehler, klar. Weil wir haben das vergessen. So, Skript neu laden, jetzt geht's. Und nehmen uns dafür natürlich gleich einen Soundkontakt. Setzen den hier hin. Und sagen, er soll das Skript auslösen. Und zwar nur der Zug Rang 5, das sei ja nicht anders schief geht, ja. Okay.
So, damit stellt er die beiden Weichen hier um, diese und diese. Wenn auch die falsch steht, wird sie eh aufgeschnitten. So, dann soll er fahren. Jetzt wird es wieder enger hier, ne? Jetzt wird es enger wieder. Ach ne, dann soll er fahren, ja, bis hier, wo man bei dem Übergang, das reicht eigentlich. Da machen wir den Fahrzeugkontakt. Sagen hier, was aus dieser Richtung kommt, Fahrtrichtungsumkehr. Und zwar nur die Rang 5. Rang 5, okay. Nee, natürlich falsch. Die andere Richtung. So, der kommt hier an, Fahrtrichtungsumkehr, und in dem Moment, wo er wieder zurückfährt, das müsste hier eigentlich ausreichen, braucht man Weichenkontakt, dass der uns diese Weiche, auf Fahrt setzt. Und zwar auch nur als Zug Rang 5, Route Rang 5. So, gucken wir mal, Fahrt wäre praktisch, er muss hier in der Mitte rein. Jawohl, ja, das wäre dann Fahrt. Ja. Hey. Scheiße. Entschuldigung. Nee, das wäre Abzweig geradeaus. Ja, das ist Abzweig. Ja. Über zweimal hinkicken, sag ich doch. Wäre Abzweig. Okay. So. Das wäre das. Der schließt dort ran. Sollte aber hier Routenänderung machen. Oh ne, darf er nicht. Ah, dann werden wir das anders machen. Moment. Das machen wir lieber anders. Andersrum. Zugschluss, so, das ist günstiger. Wenn er hier raufkommt, ändert er nämlich wieder mal seine Route und wird zur Route 3 wieder, also zum Güterzug. Zur Route 3. Genau. Rang 5, Route 3. Aktiviert seine Kupplung. Stößt zurück und bekommt hier Fahrzeug. Bekommt hier einen Fahrtrichtungswechsel. Dann können wir euch hier hinballern. In da heißt er jetzt wieder Route 3. Ja, Fahrtrichtungswechsel mit einer Verzögerung von, ja, machen wir mal, falls er ein bisschen langsamer ranfährt, lieber 20 Sekunden. Wir sagen, okay. Denken wir dran, dass das hier aktiv sein soll. Und damit dürfte die Sache erledigt sein. Er braucht keine 20 Sekunden, bis er dran ist. Er koppelt also an, hat er noch Zeit und dann kann er die Wagen vorziehen, und zwar bis hierhin, und damit ist die ganze Route wieder geschlossen. Okay, wir können es ausprobieren. So, ich hoffe jetzt, dass ich nicht wieder hier alle Kontaktpunkte fünfmal hintereinander erklärt habe. Ja, ich versuche mich ja zu wissen, aber manchmal sind es einfach so die Überlegungen, die man dann laut macht,
Und schon. So. Nochmal mit 15 auch hier. Da seht ihr, jetzt überfährt er das Signal richtig. Sollte jetzt hier rüberfahren. So, ja, das macht er. Fährt ein Stück bis hier rein. Sollte dann die Weiche rumschmeißen. Geradeaus fahren. Und ankoppeln. Reicht der Schwung nicht aus? Doch, reicht aus. Hat angekoppelt. Und sollte jetzt vorziehen bis zu diesem Signal her. Ja, kann man so ja noch kürzen, vielleicht zu 15 Sekunden. Ich habe einen Verdacht, weil er den jetzt komplett auf Null gesetzt hat. Und zwar, weil dieses Signal ist noch, die Wagen sind noch angebremst hier. Deshalb. Er muss also, wenn der von hier kommt, auch die Wagen freischalten. Denke ich mal. Das wird das noch sein. Er wechselt nämlich nicht die Richtung. Das war noch rot gewesen. Und dadurch waren die Wagen noch angebremst. Ja, also die müssen noch mal gelöst werden, vorher schon. Ich denke mal, in dem Moment, wenn hier die Kö, wenn die wieder losfährt in diese Richtung, dass ich denn hier irgendwie das Signal doch freischalten muss, damit die Wagen gelöst werden. Denn die werden nämlich jetzt alle noch angebremst sein, so wie ich es vermutet habe. Genau. Na, die haben Bremse drin. Und dadurch hat er das jetzt auch so übernommen und bleibt stehen. Also müssen die vorher auf jeden Fall freigeschaltet werden. Weil ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Leider ist unsere Zeit auch um. Na, dann muss ich also hier die Schaltung nochmal machen und gucken, dass ich denn die Wagen auch wirklich ablöse hier, dass da keine Bremse mehr dran ist. Und dann kann er auch seinen Fahrtrichtungswechsel machen und bis hier vorziehen. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, 15, da zieht er ran und bleibt hier stehen. Das wäre dann das Ende. Oder habe ich ihn? Wir können ja noch mal gucken. Vielleicht war das doch mein Fehler, denn er hätte ja jetzt, ich habe es ja nicht auf grün geschaltet, sondern er hätte ja jetzt eigentlich trotzdem, wir gucken mal gleich nach. Und zwar, wo ist er denn jetzt hier? An der Stelle der Fahrtrichtungswechsel. Eigentlich, ja, sollte ich noch mal ausprobieren, vielleicht die Geschwindigkeit doch noch mal angeben. Fahrtrichtungsumkehr ist richtig, unverändert, Route 3 ist auch unverändert, die hat er. Also sollte das soweit alles okay sein, ja. Ja, Route 3 hat er. Ja, also da müssen wir einfach noch mal, ich denke mal, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Und damit wäre unser Güterverkehr soweit hier auch beendet. Ja, und wir können dann so ein bisschen Feinarbeit noch machen mit den Signalen und dann können wir die ganze Sache mal durchlaufen lassen und uns dann langsam und allmählich an die großen Dinge des Lebens hier ranwagen. Wie gesagt, Geländegestaltung mache ich nebenbei dann und wir machen uns dann langsam an die große Hauptstrecke ran. Ja, das war ja nur die ganze Nebenbahn. Gut, ich bedanke mich dafür. Ich bedanke mich auch für eure tollen Kommentare, eure Hilfe, eure Unterstützung, die ich bis jetzt bekommen habe. Ja, ich hoffe, dass ihr mir weiterhin schön treu bleibt.
Macht ruhig mal einen Daumen hoch, freut mich immer darüber und schreibt viele Kommentare, viel, viel wichtiger. Okay, tschüss, sagt euch Wolle 158. Bye, bye.